Willkommen zurück bei FIFA 99, vorletztes Spiel. Und ihr seht schon, wir können gar nicht mehr Vorletzte oder Letzter werden, denn die 18 Spiele sind von der USA und von England bereits gespielt. Genauso auch wie von Brasilien und Argentinien. Mal gucken, was sich da noch so verändern wird. Es wird schwierig werden, jetzt noch irgendwie Plätze nach vorne gut zu machen. Ich glaube, da ist eigentlich nichts mehr möglich. Italien ist der Gegner. Ich glaube, im Hinspiel haben wir gegen Italien verloren. Oder haben wir da unentschieden gespielt? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls setzen wir jetzt hier natürlich alles dran, um zu gewinnen. Und im nächsten Spiel werden wir dann wahrscheinlich nochmal auf leicht stellen. Einfach mal, um den Unterschied zu zeigen. Und ich gehe... Das hört sich vielleicht ein bisschen großkotzig an. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass wir hier verlieren. Und wenn wir nachher auf leicht stellen, so 5-0 gewinnen oder so. Aber okay, ich kann mich auch irren. Wir gucken einfach mal. Italien wird natürlich ein nerviger Gegner, da die immer sehr auf die Verteidigung gehen und mich eben gefoult haben. Und zack, wir versuchen uns hier irgendwie den Ball zu holen. Ja, hol dir die Pille, gut, jetzt nach vorne. Diese Pässe, die wir hier immer abliefern, die sind so unglaublich ungenau. Was? Ey, guckt euch das mal an. Meine Spieler laufen sich einfach über den Haufen. Das ist doch nicht zu fassen. Aber ich stelle die Aufstellung jetzt nicht mehr um, weil... Ja. Gib mir doch rot. Ich stelle die Aufstellung jetzt nicht mehr um, weil... Ups. Weil wir sonst im Sturm gar keine Spieler mehr hätten. Weil irgendwie haben wir nur in dieser Aufstellung hier einigermaßen Spieler. Die auch... Ah, nein. Die auch vorne in den Sturm gehen wollen. Dann überrennen sie sich halt, Pech gehabt. Ja, als wenn er es immer genau weiß. Ich glaube, das wird so getriggert bei denen. Ich drücke die Viereck-Taste zum Grätschen und in dem Moment wissen sie... Ja, das Ding ist drin. Habe ich mir schon gedacht. Jedenfalls in dem Moment wissen sie, dass sie passen müssen oder woanders hinlaufen. Das war auch gut. Es hat mir besonders gut gefallen, dass er den Ball angenommen hat und ich bereits auf X gedrückt habe und er einfach nichts gemacht hat. Das ist richtig nice. Oh Gott. Ja. Ja, der Pass war auch sehr ansehnlich. Oh Mann, komm her jetzt. Zack. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass meine Spieler alle schon wieder hinten irgendwo in der Abwehr rumdaddeln. Da ist die Pille weg, obwohl ich auch wieder auf Passen gedrückt hatte. Zack. Okay, komm. Oh, er bleibt noch eine halbe Stunde stehen mit dem Ball. Ja, gut. Fünfmal auf Schießen gedrückt, kein einziger Move in Richtung Schuss gewesen. Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie das Ding machen. Und wir haben es gemacht. 1-1. Also, ich bin zwar ein Noob, aber nicht mehr so sehr Noob, wie ich war, als ich angefangen habe. Es ist bloß so, dass die Mannschaften halt immer besser geworden sind. Am Anfang haben wir ja nochmal gewonnen oder mal ein Unentschieden gespielt. Jetzt sind wir ja mittlerweile nur noch dabei zu verlieren. Ey, ohne Spaß, bei dem habe ich gedacht, der wäre drinne. Weil das wäre einfach logisch gewesen, weil wir den Ausgleich gemacht haben. Und zack, zack, zack. Boom. Ja, komm. Ist auch immer gut. Sobald sie den Ball verloren haben, bleiben sie stehen und machen einfach nichts mehr, so dass der Gegner in Ruhe weglaufen kann. Ah, da ist die Pille weg. Ist bei Italien natürlich ganz anders. Sie sind sofort am Hintern. Kleben einem sofort am Hintern. Noch bevor man den Ball hat, kleben sie da schon. Ist bei meinen Spielern nicht so. Meine Spieler versuchen immer möglichst weit weg vom Ball zu sein. Gelingt auch ziemlich oft ziemlich gut. Ja gut, hier ist wieder eine gute Demonstration davon, wie man den Ball am besten los wird. So, komm her jetzt. Drei Spieler von mir laufen hier lang und keiner holt sich den Ball, das ist auch Premium. Zack. Erstmal wieder in die eigenen Reihen bekommen. Ja, das war auch richtig gut, wie der Spieler sich einfach vor meinen Spieler gestellt hat, so dass er da nicht mehr lang kann. Das ergibt natürlich Sinn, wenn man in derselben Mannschaft spielt. Na gut, zack.
Was ist das? Halbzeit. Okay. Also, immer noch im vorletzten Spiel. Im Augenblick sieht es nach Unentschieden aus. Wird sich bestimmt bald ändern. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Unentschieden schaffen. Und auch keinen Sieg. Ich glaube aber, dass sich das Spiel gerade aufgehangen hat. Guckt euch das mal an, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Was ist denn das hier für eine Aktion? Okay. Ach, da sitzt er wieder. Gut, ich dachte schon, ich habe nämlich gerade gegrübelt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn das Spiel sich aufhängt. Weil einen Speicherstand habe ich im Augenblick nicht. Dann müsste ich wieder komplett die letzten drei Spiele von vorne machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, macht einfach nichts, da ist die Pille drinne. So ist das richtig. Und ja. Oh Jungs, ich brauche nach der FIFA-Session hier brauche ich erstmal wieder eine Pause von FIFA. Es wird wahrscheinlich mit Wrestling weitergehen. Schätze ich einfach mal. Und dann wird die nächste Wrestling-Season an den Start gehen. Aber ich habe gesagt, wir ziehen das durch und das machen wir jetzt hier auch. Und wenn wir denen die Beine brechen, bumm, da ist die Pille weg und zack. Ich muss auch sagen, meine Motivation ist mittlerweile ganz schön weit unten. Ich versuche hier immer noch gegenzuhalten, aber was willst du machen, wenn du selbst bei Spielen, wo du 2-0 führst und wo du weißt, dass du das Ding trotzdem verlieren wirst, weil die einfach, weiß nicht, die könnten ja vom eigenen Strafraum raufschießen und die würden das Ding trotzdem ins Tor reinschießen. So, hier, komm, nimm ihn mit. Wie meiner einfach nicht den Raum sucht. Komm. Rauf da, rauf. Nichts machen, genau. Ich hab so um die 5-mal wieder auf Schießen gedrückt. Keine Aktion in Richtung des Balles. Nichts. Jetzt, komm, komm. Ja, und einfach zurücklaufen, das ist immer richtig. Zack, bam, und genau auf den Torwart. Das sind immer diese Kleinigkeiten, die mich hier so ein bisschen stören. So dieses, ich stehe vorm Strafraum, passt zu meinem Mitspieler. Und der Spieler, der gepasst hat, läuft einfach zurück. Einfach, ich weiß nicht, warum läuft er nicht in den freien Raum oder so. Er läuft einfach zurück zum eigenen Strafraum. Das bringt uns nicht weiter. Oder wir stehen vor dem Torwart, er soll schießen. Ich drücke 5-mal auf Schießen oder so und er schießt einfach nicht. Oder wir stehen vor dem Torwart, er schießt. Und wohin schießt er? Genau auf den Torwart. Das ist auch immer so Premium. Das sind einfach unglaubliche Schüsse, die hier abgesetzt werden. Der hier zum Beispiel. 2-1 für Italien. Sieht sehr nach Niederlage aus und damit ist es dann auch besiegelt, weil Italien steht irgendwie vor uns. Wenn wir noch eine Chance haben wollten, dann hätten wir jetzt hier gewinnen müssen. Also sind wir definitiv 8. Platz. Kann immer nur noch darauf verweisen, FIFA 2004 wird auch irgendwann gezockt. Da bin ich schon gespannt drauf, welcher Platz wir denn da werden. Aber ich brauche jetzt, wie gesagt, erstmal wieder ein bisschen Abstand. Das war ja bei Wrestling auch so zum Schluss. Wenn du so eine komplette Season durchballerst, dann brauchst du erstmal wieder ein bisschen Abstand zu Sachen wie FIFA oder auch zu Wrestling oder so. Zack, zack, nach oben. Und es läuft keiner mit. Da läuft einer mit. Der ist stehen geblieben, habt ihr es gesehen? Das war doch das, ja, und die Pässe. Guckt euch das an, wie sie auf einmal nicht mehr dahin passen, wo sie hinpassen sollen. Willst du bei solchen Aktionen machen? Zack. So, der hätte drin sein müssen. Bei dem Gegner wäre der Ball auf jeden Fall drinne gewesen. Und ja, bei dem Gegner wäre der drinne gewesen, so. Was soll ich da machen? Was soll ich bei solchen Sachen machen? Bei dem Gegner wäre der drinne gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oder hier, wo der Spieler einfach überhaupt nicht rangeht von mir. Na gut, wir haben hier verloren. Das letzte Spiel wird unter Leicht stattfinden und dann könnt ihr mal den Unterschied sehen. Und ich hoffe, ihr seid dann im letzten Spiel der Saison auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.